Unterscheiden Sie Produktionsteilung und Arbeitszerlegung. Produktionsteilung und Arbeitszerlegung sollen wir unterscheiden. Fangen wir mal an mit der Produktionsteilung. Produktionsteilung ist die Spezialisierung auf einen Teil des gesamten Produktionsprozesses. Und zwar haben wir jetzt hier wieder eine Sichtweise, das ist eine Sichtweise von der VWL. Ja, VWL. Also, wenn das jemand jetzt hier betrachtet, dann denkt der aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive. Das heißt, der gesamte Produktionsprozess ist nicht die Fließfertigung im Betrieb. Ja, von der Planung bis zu den ersten Karosserieteilen, die dann zusammengebaut werden und dann mit dem Motor zusammen und so weiter, sondern hier meint man von der Urerzeugung bis zum Endprodukt. Ja, das Endprodukt ist ein fertiger Designerschreibtisch. Fängt aber damit an, dass irgendwo jemand mal Holz geschlagen hat im Wald. Ja, Urerzeugung. Und das Endprodukt ist ein Designerschreibtisch. Und wenn man sich jetzt spezialisiert auf irgendeine Station hier in diesem Prozess, dann spricht man volkswirtschaftlich von Produktionsteilung. Und Arbeitszerlegung ist innerbetrieblich. Ja, also diese Perspektive, VWL, bezieht sich hier drauf. Produktionsteilung ist die VWL-Perspektive. Man betrachtet also nicht den Betrieb oder man betrachtet es nicht aus Sicht eines Betriebes, sondern man betrachtet es global, galaktisch. Sie wissen, Volkswirtschaftslehre ist die Hubschrauberperspektive. Man fliegt über die Volkswirtschaft und schaut, aha, da sind Betriebe, die machen Urproduktion, da sind Betriebe, die machen Weiterverarbeitung, da sind Betriebe, die machen Handel und so weiter und so weiter. Arbeitszerlegung ist also die BWL-Perspektive. Ja, wir sollen ja die Unterschiede herausarbeiten. Wenn man es einmal volkswirtschaftliche Perspektive und BWL ist die Froschperspektive, das heißt, wir betrachten das Ganze aus Sicht eines Betriebes. Das ist also eine innerbetriebliche Vorgehensweise. Die Hauptaufgabe wird zerlegt in verschiedene Teilschritte. Teilschritt 1, Teilschritt 2, Teilschritt 3, Teilschritt 4 von mir aus. Ja, das ist Arbeitszerlegung. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.